In der Demo geht es darum, dem Roboter eine periodische Bewegung beizubringen, wie zum Beispiel das kreisförmige Wischen an der Tischoberfläche. Und zwar soll der Roboter lernen aus der Beobachtung des Menschen. Das heißt, der Roboter soll den Menschen beobachten und aus der Bewegung des Menschen quasi ein Bewegungsprimitiv erzeugen, welches er dann wieder in der Umwelt anwenden kann. Das heißt, ich werde dann nur dazu zunächst mal den Arbeitsraum definieren, in welchem das Lernen stattfindet. Dann werde ich ihm zunächst mal die kreisförmige Wischbewegung zeigen. Diese wird zunächst erstmal in der X- und Y-Ebene gelernt, das heißt in der Ebene parallel zum Tisch, ohne den Kontakt zum Tisch zu berücksichtigen. Und im zweiten Schritt versuchen wir dann mit Hilfe der Kraftmessdose noch zusätzlich Kontakt mit dem Tisch zu erreichen. Der Roboter hat jetzt Kontakt zum Tisch aufgenommen und jetzt wird zusätzlich zu der Bewegung in der X- und Y-Ebene noch ein Bewegungsprofil in der Tiefe hinzugelernt, sodass man jetzt die Bewegung eingelernt hat. Und wir können jetzt die Bewegung unter unterschiedlichen Aspekten ausführen. Das heißt, wir können die Bewegung schneller ausführen lassen oder auch langsamer durch Vorgabe einer anderen Frequenz oder eben auch eine größere Wischbewegung durch Vorgabe einer größeren Amplitude. Dadurch, dass wir eben auch noch dieses zusätzliche Profil, das Oberflächenprofil lernen, können wir nicht nur ebene Flächen wischen, sondern auch eben sphärenförmige Flächen, wie zum Beispiel Pfannen.